Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Haunting Ground hier auf The Nerd Way of Life mit mir, dem Dre und mit Fiona. Jetzt habe ich ihren Namen, jetzt kann ich ihn noch erwähnen. Genau, wir sind hier in dem Zimmer, wo der Typ uns irgendwie, ja, der saß am Klavier anscheinend, hat Klavier gespielt und wir haben uns einen Gartenschlüssel geholt und daraufhin wurde uns doch gesagt, wir sollten einen Laken entfernen und darunter saß eine Holzpuppe. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr das alles schon, wenn nicht, guckt euch die gerne nochmal an. So, also, genau, ich habe den Schlüssel. Den Gartenschlüssel. Ich würde jetzt einfach mal rumprobieren. Ich werde einen Schlüssel finden müssen, wenn ich durch diese Tür will. Aber was für einen Schlüssel? Mit dem mittelmäßigen... Was? Dein mittelmäßiger... Dein mittelmäßiger Schlüssel. Dieser Schlüssel gewährt dir Einlass in das Schloss durch den Garten. Ey, das sieht ungesund aus, was du da so hast. The heck. Das sind die Lumineszanten. Okay, Lumineszanten sind winzige Kreaturen, die Fiona fieberhaft verfolgen, sobald sie von ihr Wind bekommen haben. Wenn ein Lumineszant... Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht direkt das sage, was ich so denke. Das ist echt schlimm. Wenn ein Lumineszant in Kontakt mit Fiona tritt, stürzt sie das nicht nur in einen Zustand der Panik, sondern es zerspringt auch. Was einen Ton ergibt, der die ungewollte Aufmerksamkeit in der Nähe befindlicher Feinde weckt. Lumineszanten, was für ein beschissener Name, verblassen zwar mit der Zeit, aber der wirksamste Weg, dich von diesen ärgerlichen Kreaturen zu befreien, ist eine benachbarte Gegend zu erreichen. Eine benachbarte Gegend. Und die Tür zu schließen. Dadurch wird die Sinneskraft der Lumineszanten abgeschnitten, was sie auf der Stelle stoppt. Was ist denn jetzt hier mit der Tür? Ist sie jetzt zu, oder was? Nee. Dann gehen wir da doch einfach mal rein. Und die Tür schließen. Okay. Und jetzt ignoriert er mich, oder was? Okay. Hier, setzen. Nee, setzen. Genau, setzen geht nämlich nicht. Warum um alles in der Welt ist hier ein Stuhl? Dies ist nur ein normaler Stuhl, richtig? Wieso hast du dich jetzt umgedreht? Wahrscheinlich. Kein normaler Stuhl. Nee, keine Chance. Muss ich wahrscheinlich irgendwas raufschieben. Hier ist eine Uhr. Speichern. Die Uhr ätzt Momente im Laufe der Zeit heraus. What? Wir machen hier Safe Elfen in Safe Early. Und vor allem an verschiedenen Stellen. Genau, das wollte ich sagen. Dankeschön. Oh Gott. Nee, bevor wir da runtergehen, gucken wir mal, was hinter dieser roten Tür ist. Hoffentlich kein Bowser-Kampf. Was? Das ist kein Knauf. Was mache ich jetzt nur? Warte mal, hier ist ein Haken. Vielleicht, wenn ich etwas daran festmache, könnte ich das anstelle eines Türgriffs benutzen. Warum ist hier ein Stuhl? Moment, was? Design und Ausführung sind identisch mit dem vorherigen Stuhl. Sie sind wahrscheinlich von demselben Satz. Der Stuhl selbst scheint von einem Standarddesign zu sein. Jetzt ist sie auch noch Möbeldesignerin, oder was? Hat sich studiert, weiß sie nämlich, kennt sie. Oh, was geht hier? Okay. Dörrhuhn. Das gute alte Dörrhuhn. Das Waschbecken sieht an verschiedenen Stellen verrostet aus. Eine dicke, rötlich-braune Verfärbung verkrustet die Oberfläche. Was ist dieses Dörrhuhn? Kann ich da mich mitteilen, oder? Huhn! Du bist ein Huhn! Das langsam und lange Zeit geräuchert wurde, ersetzt kleine Mengen Lebenskraft des Hundes. Spoiler!
Nee, ich glaube, das ist kein Spoiler. Was? Es ist nichts im Topf. Ja, toll. Ein Dining Hall. Geht hier irgendwas? Nein. Warum sind so viele Kerzenhalter auf diesem Tisch? Ja, damit es ein bisschen heller ist, ne? Was ist das für eine Frage? Zerbrochene Platte. Okay. Da. Da ist ein Schlüsselsymbol. Metallplatte, die in zwei Hälften zerbrach. Buchstaben ST in die Platte graviert. Das kann ich hier nicht brauchen. Ne, hatte ich auch nicht vor, Mädchen. Muss echt gucken, dass ich hier überhaupt immer alle Tasten benutze. Hier, wie war das? L1 ist ducken? Ja. Und R1 war was? Rückgehen, ne? Ja, genau. Okay, Kreis ist dann irgendwas benutzen. Dreieck war Gegenstände, die man ausgerüstet hat. Oh, Moment. Du hast die Tür aufgeschlossen, okay. Geil, es gibt Abkürzungen, oder was? Wahrscheinlich. Das sieht aus, als wäre hier irgendwas aus der Wand gerissen. Geht nicht. Fuck you, nope, nope, nope. Mach die Tür doch zu. Bitte mach doch die Tür zu. Macht sie nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber mein Controller vibriert und ich glaube, man hat es auch gehört, dass da einer gestampft hat. No fucking way. Kann ich mich hier verstecken? Wahrscheinlich. Was? Das sind mit absoluter Perfektion poliert worden. Das Gebäude selbst mag zwar alt sein, aber das Innere scheint täglich einer strikten und präzisen Reinigung einer unterworfen worden zu sein. Lesen und so. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wenn ich Türen offen lasse, kann es sein, dass da jemand durchkommt. Aber dann weiß ich auch immer, dass ich da schon mal war. Ich muss mir das echt angewöhnen. Diese sperrholzbeschlagene Tür blockiert meinen Weg. Aber sie könnte leicht genug durchbrochen werden. Ja, dann bricht er doch bitte durch. Okay. Ah, ach, das war nur eine Spinne. Okay. Da bewegt sich was und ich krieg schon... Da liegt auch ein Zettel, oder was? Das ist eine Karte? Schlossskizze. Also eine Karte, vermutlich. Dann checken wir die mal aus. Nee, ist... Da. Handzeichnung des Belly-Schloss. Ein Teil der Zimmer im Keller sind rot gestrichen worden. Yay! Da, so. U1. Dritte Etage, Vorgarten. Bin ich der orangene Pfeil da? Oder bin ich da, wo es jetzt rot ist? Werden wir gleich mal ausprobieren. Ne, nicht treten, nicht so ziehen. Da, hier. Halt. Nein. Das war laut. Noch ein bisschen Dörrhuhn. Es kommt kein besonderer Geruch aus dem Kasten. Sieht so aus, als sei er voller Dosen. Warum erwähnst du dann, dass da... Egal. Gut, wir haben eine Karte. Ist doch geil. Das ist doch schon mal geil. Oh oh. Ich werde es einfach nicht mehr ansprechen. Holy smokes! Mädchen, lauf doch weg! Zum Teufel, Alter. Ach komm, jetzt im Ernst?
Ey, da ist der Typ hinter dir her. Du bleibst doch da jetzt nicht einfach liegen. Alter, er sieht aber auch fies aus. Mädchen, lauf doch einfach weg! Wie bitte? Harry Potter? Xerie debilitas? Hä? Was passiert hier gerade? Hau rein. I am Ricardo, keeper of the castle. So sorry to hear about your accident. Your parents. Ich hab ganz schwitzige Hände. Alter, was? As Master Ugo and Mistress Ayla are both deceased. What? You, Miss Fiona, are the sole surviving heir of Belly Castle. Stimmt, sie heißt Belle. Are you in pain, miss? Will you be all right? Oder heißt sie vielleicht Belle? Please, rest upstairs. Your bed has been prepared. Wenn sie die Besitzerin dieses Schlosses ist, wieso muss sie dann vor ihren... Ja, zeig das doch nochmal. Und nochmal. Wo guck... Ey, bin ich froh, dass dieses Stilmittel endlich ausgestorben ist. Diese dreimal irgendwo aufwachen ist so bescheuert. Mittlerweile. Sie machen es direkt zweimal hier innerhalb einer Stunde, das ist schon krass. This isn't real. It's just a dream. This can't be happening to me. It can't be. Oh. Ist er angeleint? Mehr oder weniger, wa? Okay. Halt! Man sagt, dass Keramikpuppen angeblich nach einem bestimmten Modell gestaltet werden. Wenn das der Fall ist, nach wem ist diese Puppe dann gestaltet? Hey, wer bist du denn? Der Mann, der hier dargestellt ist, hat ein edles Aussehen. Ich frage mich, vor wie langer Zeit dieses Bildnis gemalt worden ist. Ja, ich meine, wenn man sonst keine Probleme hat und sich mal kurz fragen kann, wann so ein Bild entstanden ist. Ach was, hier sind wir. Okay, dann würde ich ganz gerne speichern. Gucken auf die Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ich gucke auf die Uhr und speichere, verstehst du? Das ist ja gut.
Ja, Art 1. Und wieder die Suite im Schloss. Okay. Mhm. Gut, dann gucken wir mal in den Garten. So, von wo war das? Hier? Bei dem Baum. Nee. Doch. Ja, hier, genau. Ey, was geht ab? Unverzeihbar. Ein Draht ist an das arme Tier gebunden. Er dringt tief in den Hals des Hundes ein. What? Das ist krank. Go now. And don't get caught this time. Alter, der ist richtig gut animiert. Was geht ab? Ihr guckt euch das mal an, das ist ja richtig gut. Go. Stay. Sit. Attack. The Shiver. Ich kann nicht glauben, dass es Leute gibt, die einem armen, hilflosen Tier so etwas antun würden. Und dieser Mann, so groß und komisch aussehend, ich will einfach nur aus diesem Albtraum raus und sobald ich kann. Bei dem Hund, da fällt mir jetzt gerade ein, war das in der ersten Folge? Weiß ich nicht mehr genau. Ich hatte irgendwann angesprochen, dass das mich auch so ein bisschen an Rule of Rose erinnert. Und bei Rule of Rose gibt es ja auch einen Hund, der gar nicht mal so unwichtig ist tatsächlich. Bei Clock Tower ein Hund? Nee. Da ist man wirklich allein, ne? Die Tür ist von der hölzernen Kiste blockiert. Da muss etwas sein, das ich tun kann. Durch dieses Loch krabbeln zum Beispiel? Hier ist ein Loch, aber es ist viel zu klein. Nein, ist es nicht. Da kannst du... Egal. Ja, dann... Ach so, okay. Ja gut, ihr seht es eigentlich schon auf dem Cover die ganze Zeit. Ich habe es noch nicht angesprochen. Der Hund, Huey, ist... ja, wichtiger Bestandteil des Spiels. Ist anscheinend irgendwie der Begleiter von unserer Fiona hier. Den man dann auch irgendwie, ich vermute mal, aussenden kann und so. Jetzt, wo ich leere Käfige hier liegen, verstreut herum. Vielleicht war dies eine Art Heim für Tiere. Jetzt, wo ich das Loch da eben gesehen habe, da werde ich wahrscheinlich den Hund durchschicken müssen. Da blinkt was. Da blinkt noch mehr. Kamille! Nice. Hier geht nichts. Okay, aber wo ist denn der Hund jetzt hin? Der stand da doch und hat mich nur angeguckt, oder nicht? Der hat sich doch zu mir umgedreht. Was geht hier? Nix. Die Angel ist durchgerostet. So sehr ich es auch versuchen mag, ich kann die Tür nicht öffnen. Die Angel. Ja, gut, okay. Hund, wo bist denn du? Und wo bist denn du? Genau, hier war ich schon. Gehen wir nochmal hoch, oder? Aha. Wo ist das? Ach, links. Oder? Nee. Was hat sie eigentlich da am Rücken? Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Irgendwie eine Stelle. Ja gut, sie hat einen Unfall, also. Was ist das Rote da oben? Komme ich da hin? Sieht nicht so aus. Ach komm schon. Nix. Immer wenn ich mal wieder so rüber gucke übrigens, dann checke ich den Monitor, den Kontrollbildschirm, nur damit ihr euch nicht wundert. Ein Medaillon. Medaille für alchemische Veredelung. Mittelmäßiger Alchemist, Grundkomponent.
Selber mittelmäßiger Alchemist. Das Licht flackert. Stimmungsvoll. Oh, wir sind durch. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Hoffe, ich konnte ein wenig unterhalten und ihr habt Bock. Das Spiel zieht mich gerade so ein bisschen in den Bann. Ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und wieder schon reingehauen. Ja, tschüss. Ciao. Und so weiter. Achso, Pause.